Servus, liebe Haching-Fans, liebe Haching-Gemeinde. Ich befinde mich auf der schönen Osttribüne, denn hier, wie überall im Sportpark, wird es am Sonntag voll werden. Es ist Derbyzeit gegen die Löwen und es ist nicht nur ein interessantes Heimspiel bei uns hier im Sportpark in der Liga. Nein, es ist auch wieder der Sternstundentag. Gemeinsam mit dem BR Sternstunden, wir helfen Kindern, heißt das Motto. Und welche Aktionen wir da alle parat haben und was auch dieser Traditionsschal mit der ganzen Sache zu tun hat. Darüber reden wir mit unserem zweiten Vizepräsidenten Daniel Eimer und stellen euch alle weiteren Aktionen vor. Viel Spaß! Ja, liebe Haching-Gemeinde, wir haben uns ein Stück bewegt, befinden uns jetzt auf der Südtribüne hier bei uns im Sportpark und ich bin nicht alleine. Wie angekündigt, habe ich Daniel Eimer, unseren zweiten Vizepräsidenten, mit an Bord. Es geht um das Thema Sternstunden. Was machen wir als Spielvereinigung da eigentlich, beziehungsweise was verbirgt sich dahinter? Ja, wir als Spielvereinigung Unterhaching sammeln an diesem Tag und um diesen Tag herum möglichst viele Spenden für die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Die Aktion Sternstunden unterstützt inzwischen seit über 25 Jahren Kinder in Not. Und da wir als Spielvereinigung Unterhaching mit unserem Nachwuchskonzept ja auch Kinder und Jugendliche ins Zentrum des Vereins stellen, ergänzt sich das hervorragend. Und dadurch sind die Sternstunden in den letzten Jahren auch schon eine Art Herzensangelegenheit für uns geworden. Und wir konnten mit eurer fantastischen Hilfe letztes Jahr 15.000 Euro an die Sternstunden übergeben. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder mit eurer großartigen Hilfe und Unterstützung eine ähnlich große Summe dieses Jahr auch wieder zusammenbekommen. Das ist das große Ziel, das ist die Ansage auf jeden Fall. Und es gibt auch dieses Jahr wieder, so rum ist es richtig, das Sternstunden-Trikot extra für diesen Spieltag gegen die Löwen jetzt am Sonntag. Dafür verzichtet Frostkrone auf das Trikotsponsoring an diesem Spieltag. Dafür auch von der ganzen Hachinger Familie ein großes Dankeschön, denn mit diesen Trikots kann man nämlich was erreichen dann. Genau, diese Trikots könnt ihr alle nach dem Spiel auf eBay ersteigern unter dem Stichwort Haching Sternstunden-Trikot. Wird es alle getragenen Trikots und auch alle vorbereiteten Trikots für dieses Spiel geben. Und auch diese Erlöse gehen natürlich alle wieder an die Sternstunden. Genauso wie ein großer Teil der Erlöse dieses Schals hier auch an die Sternstunden geht. Dieser Schal ist von den Fans zum 95. Vereinsjubiläum Anfang nächsten Jahres designt worden. Und ich finde, der ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Absolut, ja. Auch dafür ein ganz großes Dank an unsere Fans. Und auch, wie gesagt, ein großer Teil dieses Schals geht aus den Erlösen dann an die Sternstunden. Jetzt sind das zwei von richtig vielen tollen Aktionen an diesem Spieltag, beziehungsweise rund um diesen Sternstundentag. Wir bewegen uns ein bisschen, weil wir euch noch etwas zeigen wollen. Es kann natürlich auch von zu Hause aus gespendet werden. Da gibt es dann auch eine Kontoverbindung, das ist ja auch gar kein Problem für euch. Aber wenn ihr, denn es ist nämlich ausverkauft, hoffentlich, so hört man auf jeden Fall, gegen die Löwen, dann habt ihr nämlich auch die Chance, hier im Stadion zu spenden. Genau, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Eingang der Westtribüne und wir werden an allen Eingängen der Süd-, der Ost- und der Westtribüne freiwillige Helfer haben, die mit Spendenboxen auch Spenden für die Sternstunden sammeln. Und da würden wir uns natürlich wahnsinnig drüber freuen, wenn möglichst viele Besucher möglichst viel in diese Buchsen hineingeben und so auch einen ganz, ganz großen Beitrag am Spieltag selber zu einem tollen Sternstundenergebnis liefern. Vielen Dank dafür schon mal an euch alle im Voraus. Vielen Dank auch Daniel für deine Zeit, das alles zu erklären. Also kommt am Sonntag fleißig vorbei, helft mit und es gibt sogar noch eine weitere Aktion, falls ihr es tatsächlich nicht schaffen könntet. Also die stellen wir euch gleich noch mit einem neuen Gesprächspartner vor. So, liebe Haching-Gemeinde, der Mitch Gurski ist bei mir. Der hat sich nämlich etwas gemeinsam mit Haching schaut hin, die letzte Aktion, die wir euch vorstellen wollen, überlegt. Mitch, was gibt es doch für eine schöne Aktion für die Sternstunden? Ja, also wir haben hier in Arbeit mit Florian Rentsch unterstützend noch eine SMS-Spendenaktion überlegt, die wir finden, ist super einfach. Man kann über eine ganz simple SMS während dem Spiel oder vorm Spiel von zu Hause aus im Stadion eine kurze SMS absenden. Man kriegt sofort eine Bestätigung, man tut sofort was Gutes. Ja, eine Höhe von 2 Euro, denke ich, ist es wert, dass man Menschen hilft. Ja, und wir haben ja die Sternstunden ausgewählt und das ganze Spiel dreht sich auch um dieses Projekt und von daher hoffe ich, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen ihr Handy zücken, eine kurze SMS schicken und somit Menschen helfen.
Ist ein sehr guter Ansatz, ein sehr simpler Ansatz. Du hast es gerade schon gesagt, Handy zücken. Du hast deins schon dabei. Vielleicht können wir es uns mal gemeinsam anschauen, damit jeder auch weiß, wie es funktioniert. Macht es doch einfach mal. Es geht nämlich darum, während der Mitch das macht, das können wir euch jetzt auch zeigen, eine SMS zu schicken. Also ich drücke jetzt einfach auf Nachrichten. Genau. Gib dann die Sternstunden ein. Unter diesem Motto lautet es und sende es dann an die Nummer, die ihr dann nachher seht. Und zack, schon habe ich die Spendenbescheinigung und ihr habt was Gutes getan. Da kommt jetzt auch relativ schnell schon die Bestätigung auch, wie man sehen kann. Genau, also jetzt habt ihr das Ganze in diesem Video gesehen. Ganz simpel an die 8.11.90 Stichwort Sternstunden senden und dann hat man 2 Euro gespendet und was Gutes getan. Und jeder hat sein Smartphone eigentlich täglich in der Hand. Das heißt, es geht ratzfatz und man kann zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, es kommt auch nicht darauf an, ob man groß schreibt, klein schreibt oder wie auch immer. Ihr einfach eintippen und was Gutes tun. Ja, Mitch, vielen, vielen Dank. Das ist eine super Aktion. Jeder kann mitmachen. Also einfach Sternstunden an die 8.11.90 schicken mit allen weiteren Aktionen, die wir in dieser Folge gesehen haben. Und dann freuen wir uns auf ein schönes Derby am Sonntag gegen die Löwen und auf einen wunderbaren gemeinsamen schönen Sternstundentag. Vielen Dank. Gerne.